Modetrends haben sich nicht immer so schnell verändert wie heute. In dieser Challenge wirst du sehen, was man braucht, um mit den Modetrends auf Trab zu bleiben. Sammle 500 Geld aus der Modeindustrie. Baue mindestens 4 Kleidungsläden. So, und damit herzlich willkommen zur nächsten neuen Challenge in Blockhood. Wir sehen etwas gelassener, weniger, du hast nur begrenzte Zeit, aber begrenzte Blöcke, wie man sieht. Es gibt allerdings zum Beispiel den gab es schon, den Runway und das Amphitheater ebenfalls. Hier auch, das ist neu. Das hier ist neu. Kompost-Dings, Kompost-Block. Wir haben hier Wolle und... Die beiden sind identisch, okay. Also Wolle und Baumwolleherstellung. Wir haben hier Apartments und Gewächshäuser. Mhm. Kleidungsherstellung. Im Grunde gerade so alles, was man benötigt. Wirklich kein Block mehr, als man wahrscheinlich benötigt. Ich schaue deswegen nach. Wir brauchen natürlich einen Kleidungsladen. Der Kleidungsladen, das ist dieser hier, der benötigt, ne, Konsumenten und Kleidung. Konsumenten kriegen wir wahrscheinlich nebenbei durch die großen Apartments, denn diese hier stellen keine Konsumenten her. Brauchen sie aber möglicherweise, um Arbeiter zu bekommen. Ich sehe schon die soziale Kritik hieran. Okay, wir haben eine Garments. Also Kleidung brauchen wir. Kleidung erhalten wir... Ah, zumindest nicht hier durch. Ach so, nee, da hatten wir ihn doch manchmal. Hier, durch den Sweatshop. Der braucht allerdings Stoff. Und Stoff bekommen wir durch entweder die Cotton Mill, die 10 Stück herstellt, oder durch die Wollmühle, die 8 herstellt. Cotton Mill benötigt natürlich Baumwolle, welches das hier benötigt, welches Pestizide benötigt. Ansonsten, hier Wolle hätten wir hierher. Ja. Allerdings nicht sehr effizient. Also ich glaube beinahe, dass das Cottonfield wahrscheinlich hier ein bisschen besser wäre. Dafür brauchen wir Arbeiter und Wasser und Fertilizer und Pestizide. Das heißt, wir sollten anfangen mit wahrscheinlich Wasser und Strom. Irgendwas, um gut Strom herzustellen. Nur das hier aus Biogas, was wir hier rausbekommen, genau stimmt. Aber ich fange mal so an. Denn wir müssen ja irgendwo den Anfang machen. Wir brauchen Arbeiter. Arbeiter bekommen wir tatsächlich nur aus diesen kleinen Wohnungen hier. Die baue ich mal hier an den Rand. Problem ist, ich finde es gerade echt mega komisch, wie ich die Dinger eigentlich nur drehen kann, wenn ich die Karte mitdrehe. Das kann doch nicht wirklich die Lösung sein vom Spiel. Und ich baue die mal hier an den Rand. Zwei. Habe ich. Korridor, genau. So, wieder zurückdrehen. Das kann es echt nicht sein. Oh, Community brauche ich da. Das heißt, ich mache das kurz wieder weg und baue stattdessen Community hin. Baue Community. Ich baue ein Plaza hin. Die haben momentan alles, was sie brauchen. Ich baue einen Korridor. Schau mal, wie ich das designen will im Endeffekt. Weil ich will ja auch, dass es hübsch aussieht einigermaßen. Hier kommt ein Dings hin. Der Plaza soll hier durchgehen. Ich brauche jetzt schon zu viel Geld. Aber das wird noch, das wird noch. Ich brauche diesen Anaeroben hier. Ist auch ein Wort, das ich sonst in meinem Leben nie benötige. Anaerobe Dinger. Ganz merkwürdig. Und damit bekommen wir Biogas und können so das hier hin tun. Und wir können schon mal anfangen mit nicht hier, sondern auch nicht hier, auch nicht hier. GMO, da fehlt noch Pestizide. Die Pestizide möchte ich aber auch hier hinten irgendwo hinhauen.
So. Und hier fehlt noch ein Zugang, glaube ich, anscheinend. Das brauche ich doch noch so ein Dings hin. Ups. So. So. Felder. Eins. Zwei. Wie viel brauche ich denn an Pestiziden? Ich bekomme hier vier. Also kann ich mal vier Felder anfangen. Vier Felder, damit kann ich anfangen. Diese Felder müssen umgewandelt werden über diese industrielle Sache. Die industrielle Sache stellt vier Christian Bale her und der Christian Bale, der wird in der Cotton Mill umfunktioniert. Dann habe ich Fabric und Fabric bedeutet Sweatshop. Und dadurch bekommen wir Kleidung für unseren ersten Laden. Der kommt allerdings in den oberen Stock. Wir machen hier strikte Auftrennung der Klassen. So. Also, ne? Also, unten das gemeine Volk und... Hallo? Unten das gemeine Volk. Wir brauchen noch mehr gemeines Volk, wie ich sehe. Voll gemein. Und oben. Hallo? Achso, ups. Reicht das an gemeinem Volk? Jo. Und oben dann... Hallo? 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 Ein Klamottenladen und luxuriöse Wohnungen für die Bourgeoisie. So. Dann bekommen wir schon mal ein bisschen Geld. Uns fehlt aber frische Luft. Die frische Luft kommt hier unten her, vielleicht. Eins, zwei, drei, so. Was fehlt denn momentan? Wasser. Wasser und Geld. Fuck, Geld. Geld, Geld, Geld. Fuck, fuck, Geld. Nein, Geld. Dreh dich schneller. Ach, warte mal, ich kann doch auch so drehen. Oh, geht schon hin. Oh, das kommt davon, wenn man es versuchen will, an eine bestimmte Stelle hinzubauen. Es klappt einfach nicht. Es geht einfach nicht. So, hoffentlich. Jetzt fehlt uns aber Kleidung. Kleidung heißt, ich brauche... Wir haben Konsumenten unlocked. Ich brauche einen weiteren Sweatshop. Der kommt hier unten hin. Das heißt, ich brauche Fabric. Fabric bedeutet... Cotton Mill. Cotton Mill bedeutet Gin. Gin bedeutet mehr Cotton. Oder? Nö, kommt eigentlich ganz gut zurecht so. Uns fehlen aber weitere Arbeiter. So. Eins, zwei. Uns fehlt mehr Strom. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. So. Klappt das? Die Sache ist die, ich weiß ja, die Sachen brauchen ja, die stellen ja nur Sachen her, wenn sie auch die Ausgangsmaterialien haben. Das ist nur, weil da steht, die Sache existiert, heißt das, also die Sache wird theoretisch hergestellt, heißt das nicht, dass sie tatsächlich hergestellt wird, weil es sein kann, dass quasi das Ausgangsmaterial dafür fehlt, um überhaupt quasi den ersten... die erste Einheit davon herzustellen. Aber wir haben jetzt schon mal zwei Geschäfte und wir haben alles im grünen Bereich und wir haben, beziehungsweise Pestizide 0, aber ist ja in Ordnung. Auch Biogas 0, aber ist auch in Ordnung. Wir haben alles im grünen Bereich und wir haben auch von allem tatsächlich Produktion da. Wir haben nur ein riesiges Risiko. Was natürlich daran liegt, dass wir eine sehr, sehr, sehr direkte Aufteilung haben zwischen, den verschiedenen sozialen Stufen haben ein massives soziales Gefälle. So, damit ist dann auch der Bildungsauftrag für diese Folge quasi schon erfüllt. Ja, das kriege ich ja auch noch hin. Ich brauche weitere Apartments. So. Ich muss nochmal nachschauen, ob die Steuerung, ob das nicht eigentlich einfacher geht mittlerweile, ob man das beziehungsweise anders. Weil ich das gerade ein bisschen doof finde. Und das ist unoptimal. So, weitere Bäume. Natürlich nur für die Bourgeoisie.
Ach nee, und das finde ich gerade doof. Manchmal kann ich auch den Dinge wegmachen, weil brauche ich nicht. Und hier kommt Dings hin. So. Ein Fuchs gibt es. Natürlich, weil wir haben so viel großartige Natur hier. Da müssen die Füchse natürlich ankommen. Sofort. So, wo hatte ich denn? Wo hatte ich denn? Wo hatte ich denn? Nee. Hier. Weiteren Cotton. So. Das heißt, brauchen wir Arbeiter. Arbeiter, Arbeiter. So. Ach! Sag mal, bin ich dumm? Mit R. Habe ich das nicht schon probiert? Ich habe das doch sicherlich schon mal probiert. Ich kann mir vorstellen, dass ich die ganze Zeit nicht probiert habe, R zu drücken. Kannst du mir nicht sagen, dass ich das die ganze Zeit nicht ausprobiert habe? Naja. In Ordnung. Wie viel habe ich eigentlich in Community? Community könnte ich ein bisschen mehr haben. Community hin. Mhm. Alles in Ordnung. Glaube ich. Ich brauche hier noch weitere Arbeiter. Denn wir brauchen immerhin Leute, die für die Bourgeoisie arbeiten. Und zwar hier an dieser industriellen Gin-Presse. Nein, ich weiß, dass es keine Gin-Presse ist, aber es klingt so komisch. Industrial Gin. Das ist wahrscheinlich was komplett anderes. Mal hier noch einen weiteren Weg durch. So. Brauche immer Strom, mehr Geld, aber das kriegen wir ja auch bald wieder rein. Hier haben wir das. Dann bekommen wir nämlich mehr Strom. Das ist Stromaggregat, direkt hinter dem Wohnzimmerfenster ist. Ist egal, weil es ist nur Plebs. Es ist die einfache Bevölkerung, die kümmert sich nicht. Dann heißt das, eigentlich kann ich jetzt schon wieder einen Clothing Retailer hier oben leisten. So, so. Das bedeutet Geld. Fehlt allerdings noch an Kleidung. Natürlich, denn es fehlen diese Sachen noch. So. Ach, nö. Ja gut, die Sachen fehlen. Aber was vor allen Dingen fehlt, total vergessen, ich brauche ja noch ein Dings, Kleidungshersteller, so ein Sweatshop. Da werden dann die ganzen Sweatshirts hergestellt. Strom fehlt. Hab ich denn noch Biogas? Hab ich nicht. Dann würde ich mal sagen, um das zu lösen. Hier. Und wie wär's mit, hier. Ach nee, ah, nein, 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 natürlich nicht, weil das ist ja der Park für unsere, ne? Für unsere reichen Leute. Der Park, der darf natürlich nicht irgendwie verunreinigt werden. Das tue ich nochmal kurz hier. So, so. Kommt hier ein Korridor entlang. So, so, so. Und ich habe eigentlich 4 Hersteller und ich verdiene alles. Und eigentlich reicht das so. Das reicht eigentlich völlig so. Eigentlich könnte ich mich jetzt zurücklehnen. Das müsste eigentlich einfach jetzt eine Sache der Zeit sein. Müsste allerdings sehr viel Atem haben, weil es noch 350 Sekunden dauern würde dann. Also sage ich mir, ich mache noch einmal mehr. Also mindestens ein Geschäft mehr. Wenn ich hier könnte, danke. Das heißt, ich brauche hier noch weitere. Brauche ich noch Konsumenten? Brauche ich nicht. So, dann mache ich hier ein Geschäft rein. Geschäft bedeutet. Ach. What? Bedeutet gar nicht, dass ich irgendwie jetzt noch mehr. Ach, wahrscheinlich wegen Synergien oder so. Mach ich noch ein Geschäft hin? Okay, jetzt brauche ich aber Garment. Bedeutet. Einen weiteren Laden hier. Bedeutet. Ich brauche hier ein Weg hin. Bedeutet, ich brauche mehr.
Stoff. Ah, ich brauche Stoff. Entschuldigung. Leute, Cotton Mill hier. Bedeutet, ich brauche mehr Cotton. Eins. Hallo? Reicht eigentlich? Pestizide. Warum eigentlich nicht hier mitten ins Feld rein? Kümmert ja niemanden. Da arbeiten ja nur die Leute. Und natürlich brauchen wir mehr Arbeiter. Wir brauchen eine Horde an Arbeitern, damit wir schöne Gucci-Klamotten tragen können. Und ich sage wir, meine ich natürlich unsere Elite. Wobei das ja schon wieder ein Wort ist, das ich durch bestimmte Gründe gar nicht mehr irgendwie in so einem Kontext benutzen will, weil es dann wieder so klingt, als ob ich, keine Ahnung. Ja. Also sagen wir, für unsere reiche Bevölkerung ist besser. Ist eigentlich eher das, was ich ausdrücken will. Die reiche Bevölkerung, die hier oben lebt, ja, 4 Stück, die in 6 verschiedenen Klamottenläden einkaufen gehen können, auch gut. Ja. Okay. So, und jetzt warten, bis das Geld reinfließt. Im Grunde sind wir das tatsächliche Monster hier, ne? Diese hier, diese kleinen Leutchen hier. Moment, kann ich vielleicht. Entschuldigung, kann ich. Ach, kann ich vielleicht was nicht anklicken? Hallo? Diese kleinen. Ja, hallo? Hier, diese kleinen Leutchens. Die sind eigentlich gar nicht so schlimm irgendwie von wegen so, oh, elitär und ich trage Kleidung. Denn eigentlich machen die das nur, weil wir das irgendwie denen hier jetzt vorschreiben, weil wir es ihnen ermöglichen. Eigentlich sind wir das Monster, das dieses Szenario geschaffen hat, wo Hunderte für das Wohl von 4 Leuten arbeiten. Ja, gratuliere, denn jetzt hast du gesehen, wie die moderne Modeindustrie funktioniert. Das sollte dir ein bisschen zu denken geben, das nächste Mal, wenn du ein T-Shirt oder ein paar Jeans kaufst. Ja, Hashtag Bildungsauftrag erfüllt. Silicon Hood. Vielleicht der Grü Okay, vielleicht der größte rote Faden, der durch die Vergangenheit und die Gegenwart einer Hood ist der Trieb, mit neuen Technologien zu spielen. Silicon Valley hat seine Wurzeln tief in der Bildung und der Ansammlung heller Köpfe an einem zentralen Ort verwurzelt. Der Geist der Innovation wurde dort kultiviert und hat zu der Entdeckung neuer Technologien geführt. In dieser Challenge nimmst du eine bescheidene Hood und bringst sie auf demselben Pfad in das Informationszeitalter. Gebe 100 Jugendlichen, nee, generiere 100 Jugendliche und Wissen und baue 5 Schulen. Okay, krass. Okay, die Sachen laufen gerade noch nicht so gut hier. Was ist denn das Problem? Was? Alles fehlt. Alles fehlt. Oh mein Gott, warum habe ich so lange hier geredet? Nein, alles fehlt. Vielleicht soll ich anfangen mit Schmutz generieren. Hier, ich baue mal etwas Schmutz hin. Denn. Das macht gar keinen Schmutz, macht nur Biogas und Fertilizer. Das ist eigentlich eine mega reine Sache. Denn das hier, dann kann ich Schmutz generieren durch einen Generator. Schön. Generator macht Strom, da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Wasser kommt hier oben hin. Wir brauchen allerdings eine Menge Geld und Geld geht uns gerade ziemlich aus. Fuck, fuck, fuckity fuck. Was haben wir denn das? Was sind das für ein Ding? Corner Store. Der generiert Geld aus nix. Wunderschön, mach ich noch einen hin. Also generiert Geld aus Sachen, die wir gerade eine Menge da haben. Deswegen baue ich welche.
Okay. Ja, uns fehlen jetzt die Konsumenten. Uiuiuiui. So. Und die Sachen gehen schon kaputt. Okay, ich sollte neu anfangen.